Jetzt sind 23 Stunden vergangen und jetzt richte mal her, was ich sonst noch brauche für heute. Und zwar Roggen, Weizen, Gerste. Da tun wir das wieder mal auf Null stellen. Für heute brauche ich 500 Gramm Roggen. Dann nehme ich 150 Gramm Weizen. Jetzt nachher noch 50 Gramm Gerste. Mit Gerste kann man kein Brot backen, aber dazu tun kann man sie. So, das ist jetzt die Mischung, die ich brauche für heute. Dann tue ich da gleich dazu. Da hätten wir Anis. Teelöffel. Fenchel. 1,5 Teelöffel. Koriander. 1,5 Teelöffel. Und Kümmel. Die Gewürze kann man kaufen unter dem Namen Brotgewürz. Ich nehme die frisch und mal sie gleich mit Getreide. So. Dann stellen wir das wieder zurück. Jetzt nehme ich noch das da. Ich brauche nämlich noch 50 Gramm. Ich nehme nur so Kürbiskernbruch. Das brauchen wir noch. Dann habe ich da noch Kräutersalz. Das war es eigentlich schon. Das, was ich nachher noch brauche, das ist Wasser. Und zwar nehme ich da jetzt ungefähr einen halben Liter warmes Wasser. Also 500 Gramm Roggen, 150 Gramm Weizen, 50 Gramm Gerste. Ein halben Liter Wasser, dann von dem Kräutersalz nehme ich ungefähr 1 bis 1,5 Esslöffel, 50 Gramm Kürbiskerne, 50 Gramm Kürbiskernbruch, man kann genauso gut Sonnenblumenkerne nehmen oder Leinsamen oder Sesam oder was auch immer, wo man gerade Lust hat. Und das war's. Dann malen wir das einmal.
Und das, was man jetzt aufpassen muss, ist, ich muss mir von dem Sauerteig von gestern vorher was wegtun, bevor ich das neue Mehl da dazu tue, weil da sind schon Gewürze drin und dann haut das mit dem Sauerteig nicht mehr hin. Also, ich hole mir den Sauerteig und da müssen wir jetzt noch einmal 160 Gramm fürs nächste Mal auf. So schaut er aus, der Sauerteig. Man merkt schon, dem ist gut gegangen. So. Das ist auf 0 gestellt. 150, 160 Gramm. Und dann nehmen wir jetzt einfach 160 Gramm raus. Das schaut gut aus. Und das ist jetzt der Sauerteig-Ansatz fürs nächste Mal. Den stelle ich in den Kühlschrank und so 2-3 Wochen halte ich den da drinnen.